Hallo hier, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur weiteren Episode von Pokémon Shiny Gold X. Woo! Der Nuzlocke-Episode. Und ich krieg nie genug von der Pose. Die Pose ist so gut. Zack, zack. Fühle ich mich wie so ein richtiger Poser. Naja, wie dem auch sei. In der letzten Episode sind wir in der Arena von Azalea City stehen geblieben. Und heute geht es tatsächlich um die Wurst. Heute wollen wir dem Kai so richtig Feuer damit dann machen. Und die Pokémon, die ich dazu ausgewählt habe, sind folgende. Ich werde natürlich mit Nagachan leaden, das ist klar. Ich denke, Rattack wird in diesem Kampf auf jeden Fall auch nochmal Mitspracherecht haben. Und ich glaube, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Beziehungsweise mehr können wir eigentlich gar nicht benutzen. Mr. Krabs vielleicht mit Abstrichen noch, sollte auch nicht zu schlecht sein. Eventuell auch Dark Bomb, aber Hoppip. Nee, Hoppip eher nicht so, ne? So, ja, ich bin Kai und ich verliere nie, wenn es um Käfer-Pokémon geht. Und meine Erforschungen widmen sich den Käfer-Pokémon, also meine Studien. Und deswegen werde ich nicht klatschen, okay. Ist okay, Kai. Ja, also Käfer-Pokémon zu dem Stadium des Spiels wissen wir. Mal gucken. Vielleicht hast du irgendwelche Besonderheiten, aber er leadet jetzt sowieso mit seinem Butterfree. Ja, in Originalspielen war es ja Safcon und hier das Butterfree auf Level 20, genauso wie unser Nagachan und deswegen. Ja. Geht das Spiel schon mal gut los, indem wir erstmal verkacken und mit unserem Hyperfang nicht treffen. Das ist natürlich sehr gut aktuell. Oder nicht? Okay, ich habe drei Awakenings. Einen davon werde ich jetzt hier gleich benutzen müssen. Und wir verlieren das Momentum, was ärgerlich ist. Ja, Momentum wäre hier in der Situation ganz gut gewesen. Wir haben jetzt umsonst 10 HP so gesehen verloren. Also eine Hyperzahn guten Damage machen und das macht er, ist alles in bester Ordnung. Jawohl. Okay, also das sieht, auch wenn es nicht den Anschein macht, aktuell ganz gut aus für uns. Sieht ganz gut aus für uns. Wie gesagt, ich habe gar keine Sorgen gehabt eigentlich vor dem Kampf gegen den lieben Kai, aber der eine Mist, ne, der eine Mist am Anfang, der macht jetzt relativ viel aus, aber wir treffen zum Glück, wir kommen durch die Verwirrung durch und können dieses Butterfree, dieses Smetbo aus dem Spiel nehmen, das ist ja auch mal in Ordnung. Es kommt Beautyfly, okay, Beautyfly, also kein Bibor, sondern ein Papinella, das ist auch nicht schlecht. Ich muss auf jeden Fall rauswechseln wegen der Verwirrung, das wird mich so im Long Run, ne, also auf längere Sicht zerstören, deswegen gehen wir einfach mal raus auf Rattack. Der sollte auch ein sehr gutes Matchup haben gegen Beautyfly und deswegen Pack. Und das soll zumindest für ein Turret KO reichen. Definitiv. Turret KO habe ich ja gesagt und hier. Ah, Doppelteam Fiesta, ja? Warum macht man sowas? Wirklich, warum macht man als Heckersteller sowas und baut so eine Scheiße ein? Das ist traurig, Leute. Ne? Das ist wirklich traurig gerade. Das ist traurig. Dazu kann und will ich gerade auch eigentlich nichts sagen. Vor allem, weil jetzt noch mal ein Hyper Potion kommt. Eine Hyper Potion. Und ich wieder zweimal durch zwei Doppelteams treffen muss. Und einen natürlich direkt wieder verfehle. Alter! Ich muss gestehen, der Typ, der hat auf jeden Fall. Der Typ, der hat auf jeden Fall Ahnung von Competitive Battling. Nicht. Ach, und jetzt vermisse ich Swift, Leute. Ja, jetzt vermisse ich Sternschau. Sternschau wäre doch jetzt gerade top gewesen. Sternschau wäre jetzt ultra wichtig gewesen. Ah, plus 4 Beautyfly. Und ich bin auch noch attracted. Was ist denn der Angriffsmove? Drei Moves haben wir gesehen, da fehlt auf jeden Fall noch ein Angriffsmove drauf. Ich meine, das kann der gute Boy machen, was er will. Muss ich ihn halt PP stallen, meinetwegen, aber. Plus 6 fucking Beautyfly und ich, Leute, ich habe gerade ein Problem. Ich bin gerade hier, ja, attracted. 4 Turns hintereinander. Auch, same shit, different day, ne? Und das Ding benutzt Aerial Ace? Natürlich. Natürlich, Leute, natürlich. Ja, 5 Turns in Folge. Ja, well done. Well done, kann ich dazu nur sagen. Lass ich mal überlegen.
Ich hatte sicherlich noch ein Out gegen. Ich muss als erstes natürlich hier rausgehen. Dark Bomb? Fragezeichen. Ich will alle viel Damage kassieren. Und wisst ihr, was das Traurige ist? Nicht, dass ich meine Angriffe nicht getroffen habe. Ich meine, okay, Doppelteam. Sondern, dass ich hier seit 6 verkackten Zügen nicht durch diese dumme Anziehung komme. Okay, und das ist jetzt ultra schmerzhaft, dass ich da nicht Swift drauf habe. Hätte ich da zumindest noch Swift drauf, Sternschauer, alles gut, wäre alles gut gewesen, ne? Weil jetzt muss ich das Ding womöglich PP stallen, worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe. Aber wenn ich hier nicht durch die, ja, jetzt bin ich mal durchgekommen, aber jetzt treffe ich halt nicht. Ja, auch nichts für. Was hat sie jetzt Aerial Ace benutzt? Ich glaube 5-mal, ne? Ich treffe auch gar nichts mehr. Lächerlich. Hätte ich zumindest Aerial Ace drauf, ne? Dann könnte ich dieses Papinella ja richtig zerstören, aber... nix da. Zeig dir Leute mal, wie tanky du bist. Naja. Nicht ganz so tanky. Okay. Hm, naja. Habe jetzt ein bisschen mehr erwartet. Ich meine, Leute, was soll ich denn jetzt groß machen? Ich meine, das Ding ist bei plus 6 Fluchtwert. Da kann ich nicht viel machen. Obwohl es eigentlich ultra easy ist. Wirklich, es ist nicht mal schwer. Weil wir hatten das Ding ja fast K.O., ne? Und da habe ich direkt bei plus 1 Fluchtwert schon nicht getroffen. Hätte ich da getroffen, dann hätten wir dieses Ding jetzt schon besiegt. Und danach kommt ja noch ein Pokémon. Das ist ja noch das Schlimmste. Und das hat 100 Pro bestimmt auch Doppelteam oder so drauf. Okay, komm. Crit oder High Roll. Und das kann sich auch noch hochheilen, ne? Meine Fresse. Das kann jetzt. Kann ich Crawl machen? Na, muss ich auch treffen, ne? Das ist so lächerlich. Ah! Aber es reicht leider nicht aus. Ärgere ich mich. Hallo. Ich meine, Leute, was ist das denn für eine Scheiße? Im ersten Arena der Kampf schon wegen Bad Luck und jetzt schon wieder. Was noch, weil ich keinen Swift drauf habe? Guck doch einfach. Okay, das ist kein Problem. Wenn wir jetzt treffen, müssen wir immer noch killen, glaube ich. Red-Tech, please. Red-Tech, do it. Reicht es? Wie kann das denn nicht reichen? Wie kann das... Einfach nein, Leute. Einfach nein. Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen vor sich. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt muss ich mal kurz wieder meine Rechenskills auspacken. 22, 38... Aerial Ace macht über 50%. Ich würde gerne Curse benutzen, aber das ist viel zu gefährlich. Machen wir mal Nightshade. Ich hätte Curse benutzen können. Ich hätte Curse benutzen können. Ich habe wie viel Schaden auf Aerial Ace? Okay. Ich hätte. Ja, es wäre ultra risky gewesen. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Oh nein, wie viel PP hatten das noch? Das kann auch nicht mehr so viel PP haben, oder? Also AP. Das also auch noch, natürlich. X-Defend wäre nicht schlecht, ne? Ich könnte natürlich jetzt hier an der Stelle einen X-Defend draufklatschen. Aber das mache ich sogar. Also diese X-Items, die kommen schon ziemlich gut gerade. Okay, X-Defend. Tracked. Ja, das ist jetzt wieder ein Problem. Wobei das nicht mal so ein Problem sein muss, weil ich dadurch auch natürlich AP spare und das am Ende anscheinend jetzt sowieso Richtung AP-War rausläuft. Ich decke mal mir auch nochmal. Hey, please. Beautifly. Mach hier keine Faxen, ja? Mach hier einfach keine Faxen, Digga. Also diese 6 Züge am Anfang, in denen wir nicht in der Lage waren, irgendwas zu machen, das... Halleluja! Halleluja, meine Freunde, wir haben es geschafft.
Wobei nicht mal, nein, wir haben jetzt erstmal ein Pokémon besiegt. Ja. Okay, Dark Pokémon reicht Level 20, das ist gut. Und Scyther, perfekt. Komm, Scyther, kriegen wir jetzt auch noch geklatscht. Wir sind mal plus 1, plus 1. 24. Ja. Wieder einen Tag benutzen. Aber solange wir jetzt nicht getourt KO'd werden. Und das ist das größere Übel. Ja, ein Turtke aus. Sieht nach einem fucking Turtke aus. Okay, komm. Fuck Double Team! Meine Güte! So einfach kann es gehen, Leute. Fuck Double Team. So ein Kack-Move. Aber der Typ, der Macher des Hex, der geht da anscheinend total drauf ab. Der denkt sich, oh, Doppelteam, oh, nein, Doppelteam ist scheiße, das baust du nicht in ein Spiel ein. Nein, einfach nein, das machst du nicht. Einmal okay, aber ich in zwei Einheiten kämpfen. Was ist, wenn das Miltank von der Bitch aus Dukata City das auch kann? Ich will da gar nicht dran denken. Ah, okay, und auf Level 24 das Sichlor. Aber wir haben zum Glück Ivitak gehabt, ja. Ja, kennst du natürlich die Vorteile des, wie ist das, Basisorden? Käferorden? Wie ist der nochmal? Käferorden, ne, war das? Okay. Wir kriegen sogar noch Fury Cutter. Wuhuhu! Fury Cutter, nicht schlecht. Ah, mit Fury Cutter kann ich jetzt aber wirklich nichts anfangen. Aber zumindest haben wir jetzt endlich den Orden und können Azalea City verlassen. Wir haben diese scheiß Doppelteam-Fiesta abgeschlossen. Das erste, was ich brauche, sind wieder Tränke und vor allen Dingen Aufwecker für den Fall der Fälle. So, bye. Was holen wir uns? Wir holen jetzt natürlich Super Potion. Und zwar wieder 6 Stück. Ich habe 6 Stück in den Kampf verbraten. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber der Clown Fiesta weiß man nie, ne? Muss man mit allen rechnen. Okay, dann hätten wir das jetzt erstmal schon gemacht. Und wir sind jetzt im Besitz von 2 Orden in der Region. In der Johto-Region oder der Johto-Region. Wie ihr wollt. Und Zeit, unser Pokémon zu heilen. Und den Ort Richtung Steinreichenwald zu verlassen, wo wir wieder ein Pokémon fangen können. Okay. Also im Steineichenwald gibt es auch wieder sehr coole Pokémon. Mirafla. Und wir wissen alle, was hier passiert. Und wissen alle, dass ich mich darauf einstellen muss. Ich muss jetzt nämlich Rattack nach vorne packen. Und here we go! Natürlich. Sag mir etwas. Es ist wahr, dass Team Rocket wieder aufgetaucht ist. Was? Du hast sie besiegt. Hör auf, mich zu verarschen. Lass uns kämpfen. Alles klar, Breaker. Das zweite ist lustig. Den gibt's ja gar nicht. Der ist not available. Alles klar, Breaker, here we go. Rivale Breaker, die haben wir sogar letztens im Stream und... Wieso hat der ein Sableye? Wieso zum Teufel hat der ein fucking Sableye? Also ich habe Angst, wenn er jetzt irgendwie Will-O-Wisp oder so kommt. Foresight, okay, das geht ja noch. Ich hätte jetzt Angst vor Will-O-Wisp gehabt. Okay, Zabiris, mein lieber Scholli. Ice Punch. Aber das ist speziell. Das macht aber trotzdem heftigen Schaden. Ice Punch. Wow. Ich muss Leer benutzen. Damit ich hier nicht so einen Schnabel kauen kann. Thunder Punch. Jetzt keine Paralyse, bitte. Und Pack. Augenmaß sagt, das reicht. Augenmaß enttäuscht nie. Perfekt. Okay, nächstes Pokémon ist Nidorino. Okay, Nidorino. Das müssten wir mit Mr. Krabs eigentlich schaffen. Ich habe Angst. Ich schicke Nagashan rein. Ich habe Angst. Aha, Mr. Krabs. Ich hatte einfach, das kommt irgendein speziellen Move. Dann sind wir weg. Und Nidokirino kann ja auch sowas wie. Also Nidoking zumindest. Kann ja Donnerblitz und so. Vielleicht kann das Nidorino auch. Wahrscheinlich nicht, aber ich will da auf jeden Fall erstmal sicher gehen. Das Nidorino kann auf jeden Fall Doppelkick, ne? Das heißt, du musst jetzt treffen, Nagashan, sonst... Okay, sehr gut. Und das war's auch schon für Nidorino. Und wenn wir Glück haben, sind wir auch noch vergiftet. Das heißt, wir kriegen den Adrenalin-Bonus. Ist jetzt, glaube ich, nicht passiert, aber egal. Ist egal, ist immer noch nicht schlecht. Und jetzt kommt Bayleaf. Okay, und gegen Bayleaf haben wir jetzt nämlich den ultimativen Counter, nämlich Dark Bomb. Ein Pokémon wie ein Divi, was in der Regel nur Pflanzenattacken kann, wird gegen Dark Bomb nämlich richtig nichts reißen können. Zumindest bin ich mir da recht sicher.
Deswegen können wir hier auch erstmal fluchen. Du scheiß Bailey, du kannst gar nichts. Du bist dreckig, du dummes Luder. Okay, du bist männlich, das passt nicht. Naja, vergeben und vergessen. Dann haut das hier erstmal Reflect raus. Ist okay. Wir haben eine Vierfachresistenz gegenüber Geisterattacken. Nee, warte mal. Pflanzenattacken. Mit Zweifachresistenz, Verzeihung. Okay, und Hypnose. Ich glaube, Darkmoor hat tatsächlich noch nie mit Hypnose getroffen in diesem Spiel. Well done, well done. Es war trotzdem zu viel Schaden. Okay, aber es ist gut, dass Curse so viel Damage macht. Curse ist schon richtig Bombe, ja, teilweise. Also haben wir jetzt schon Situationen erlebt, in denen uns Curse sehr gut geholfen hat. Okay, wenn wir jetzt die Hypnose landen, haben wir gewonnen. Ich glaube, wenn die Night... Ja, warte mal. Nightshade müsste jetzt auch kommen. Das sind auf jeden Fall 20 HP. Okay Leute, zwei taffe Kämpfe in der heutigen Episode bis jetzt, aber das war knapp, wir haben es aber geschafft, so muss es sein. Okay. Und wir haben auch gesehen, dass Silber anscheinend auch ein neues Pokémon-Team hat. Ich persönlich finde das gut, weil ich sein Gold-Silber-Team nicht wirklich stark finde. Ich meine, er hat Pokémon wie Gengar, Simsala und sein Starter. Und er hat auch noch sowas wie Sneeble, was in der zweiten Gen natürlich nicht so gut ist. Sneeble hat er da glaube ich noch drin, was hat er noch drin? X-Squad ist auch cool. Ich glaube, das war's. Mehr coole Pokémon hat er ja nicht. Magneton fand ich dann zum Beispiel auch nicht so gut. Vor allen Dingen damals in der zweiten Gen. Da gab es bessere Alternativen. Aber hier haben wir jetzt schon gesehen, er hat definitiv neue Pokémon im Team. Sableye, Leute. Sableye. Ich würde wissen, dass er auch Will-O-Wisp so kann. Aber zumindest hier war es noch nicht ganz so schlimm, das Sableye. Weil es noch keine. Hier, kein Prankster hat. Kein Strolch. Okay, so, jetzt sind wir im Steinreichenwald. Und hier können wir uns wieder ein Pokémon fangen. Oh, was ist das denn? Büsche. Interessant. Was hast du nochmal? Wir müssen das Porenta finden, ne? Okay. Wir tun dir den Gefallen, wir werden Porenta finden, aber vorher gibt es ein neues Pokémon für uns, und zwar... Nicht Zubat. Nicht Zubat, Leute. Ja, nicht Zubat. Den Boy, den kennen wir nicht. No Zubat was given that day. Okay, das ist Porenta. Hat das Rätsel ja auch geändert? Sieht so aus. Wie geht das denn? Da müssen wir jetzt, glaube ich... Ach, warte mal, das ist ja voll easy anscheinend. Okay, so geht's nicht. Ey, Leute. In diesem Wald gibt es so coole Pokémon teilweise, ne? So epische Pokémon und wir kriegen Raupi. Okay, viele Leute, die feiern drauf und die sagen, oh, Raupi, voll süß, es wird so Smetbo, Anfang des Spiels, voll gut und so. Ja, aber ich bin nicht so der große Smetbo-Fan. Ich finde das Ding viel zu schwach und ich kann nicht mal Step auf der Konfusion drauf. Ich finde das nicht so gut, aber egal. Ja, Raupi, wie nennen wir es? Wir nennen es... Ich finde Raupis Gesichtsausdruck krass. Raupi ist auch irgendwie eins der vom Design her einprägsamsten Pokémon überhaupt. Hat es auch dieses rote, die roten Augenbrauen, ne? Ich nenne es Y, weil mich die nochmal Red wäre nicht gut, wir nennen es einfach Y, einfach wegen dem Braun, das sieht auch aus wie so ein Y, so zack, runter nach unten, ist auch ein Y. Okay, und dann wären wir hier soweit fertig. Ich spray mal noch keinen Schutz, nur für so 2-3 Begegnungen, weil ich wissen will, was wir hier noch bekommen können. Ist ja Raupi. Aber jetzt haben wir einen Raupi bekommen und das ist, okay. Raupi AKY. Ja, wenn sich das Raupi dann entwickelt hat, müssen wir den Namen wahrscheinlich ändern. Was ist da los? Aber das passt schon. Noch ein Raupi. Okay, irgendwie will ich schon gerne nochmal ein anderes Pokémon sehen. Komm, da gab es doch bestimmt noch ganz, ganz viele andere Pokémon. Wait, hätte ich hier nicht. Ich glaube, ich kann das auch woanders bekommen. Okay. Ich talk mal jetzt mit von hinten in dem Farfetch. Ist das jetzt woanders? Ja, Tatsache. Ich glaube, wir haben es gleich. Ja gut, ich werde wohl jetzt Schutz bringen müssen. Ich habe keine Lust, hier noch einem weiteren Raupi zu begegnen. Sonst geht hier nochmal die Raupi Fiesta los. Fiesta Mexicana. Also, zack, Beutel, wofür haben wir denn hier Schutz gekauft, wenn wir es nicht benutzen? Richtig, wir müssen natürlich Schutz auch benutzen. Okay, wir kriegen, das haben einige auch gesagt, hier in dem Wald aber doch ein ganz cooles Item.
Und zwar TM, was war das? TM 02? Nee. Was war's nochmal? Wir kriegen ja Kopfnuss, das will ich sagen. Und mit Kopfnuss können wir noch einige epische Pokémon bekommen. Deswegen, Kit, was kriegen wir von dir, Meister? HM 01, vor allem zu Schneider. Und vor allem zu Schneider können wir jetzt nämlich Orte erreichen, die wir vorher nicht erreichen konnten. Und wir kommen auch im Steinechnewald weiter. So muss das sein. Aber Frage ist, wer kann das lernen? Gibt es bestimmt jemanden, der es lernen kann. Mr. Krabs und Nagachan. Ich glaube, Mr. Krabs wird mir das schon verzeihen. Wenn ich auf ihn jetzt Zerstörer draufklatsche. Und Stelle von Harden, meinetwegen. Ja, ich meine, es ist auch Klammer drauf. Es macht im Endeffekt das Gleiche. Aber für den Fall der Fälle will ich jetzt erstmal Mr. Krabs das Ding beibringen. Weil Mr. Krabs hat sowieso zwei tote Moves drauf. Der wird mir das hundertprozentig schon verzeihen können. Okay. Leer plus Cut. Here we go. Here we go. Alles klar, Rogue. Oh, wir haben noch diesen coolen Schutzeffekt drauf. Das ist nice. Ah, früher immer durch den Steineichenwald gelatscht. Ohne Schutz. Heute, I don't care. Also, was ist das jetzt? Ilex from the Shrine. Ja, vielleicht kommt hier irgendwann mal ein Event mit, gute Frage, mit dem GS-Ball und Celebi vielleicht, man weiß es nicht. Für mich war das immer noch ein richtig krasser Kulturschock, als ich die Videos dazu gesehen habe, irgendwann. Zu dem Event hier. Und es war echt wirklich heftig für mich. Ich weiß nicht warum, aber es war unglaublich. Weil damals haben wir immer gerätselt, ja, Celebi, wie bekommt man das denn, dies, das. Steinerchenwald, GS-Ball. Und dass es dann wirklich der Wahrheit entspricht, das war für mich damals schon echt ein Schock, als ich dann die ersten Videos dazu gesehen habe. Gelaufen können wir ganz nebenbei nicht, ne? Egal. Egal. Wir holen uns erstmal Kopfnuss. Kopfnuss! Was ich hier mache? Ja, ich wackel die mit den Bäumen und benutze Kopfnuss. Hier, benutzt das selber mal. Okay, und damit kriegen wir TM02. Kopfnuss. Das Ding ist, Kopfnuss können wir uns auch im Dingenskirchen kaufen. Im Kaufhaus. Okay, Red, der kann es sicher lernen, das dachte ich mir. Jemand hat es nämlich in die Kommentare geschrieben und dachte ich mir, ja, kann das Ding aber Kopfnuss? Kopfnuss hat 70 Stärke. Überzahl von Nagelschein ist immer noch stärker, aber trifft nicht so genau. Kann aber auch flinchen lassen. Das heißt, eigentlich ist nur die Trefferquote das Entscheidende zwischen den beiden Moves. 10 Damage in Kauf für 10 Treffergenauigkeit. Ja, ich glaube, das lassen wir erstmal so. Aber ich will auf jeden Fall Kopfnuss auf Hubbeluft drauf haben. Weil, Hubbeluft macht dann so gesehen, beziehungsweise Hip-Hop, doppelt so viel Schaden. So gesehen. Ich meine, das wird immer noch nichts sein. Im Endeffekt, ne? Aber, immerhin doppelt so viel Schaden. Rein psychologisch gesehen. Wisst ihr, das zeigt mir eigentlich nur so, dass der Fehler nicht bei mir liegt. Sondern bei Hubbeluft. Bei Hip-Hop. Okay, Steineichelwald, dann. Soweit, glaube ich. Ich glaube, hier gibt es tatsächlich nichts mehr, was wir sonst machen können. Ich muss mal sehen, dass wir hier möglichst alles ansprechen und so. Ich glaube, wir müssen hier fertig sein. Wir finden noch einen Super Potion, warum nicht? Machen wir nochmal ein bisschen Plus hier, Plusismus. Und zu guter Letzt natürlich nochmal Schutzbrand, damit wir aus dem Steineichelwald rauskommen. Okay. Lass mich überlegen, wir können uns wieder am Pokémon fangen auf der nächsten Route. Hier gibt es, glaube ich, sogar echt coole Pokémon teilweise. Was ist das? Lockduft? Ah, geh weg mit Lockduft. Das ist eine der unnötigsten TMs überhaupt. Zumindest in diesem Spiel. Für dieses Spiel. Okay, ignorieren den mal. Ich will jetzt nämlich eigentlich nur ein Pokémon fangen. Weil hier kann man echt coole Pokémon fangen. Abra wäre mein absoluter Wunsch. Auch wenn ich es dann wahrscheinlich nicht fangen kann. Warte mal. High Risk, High Reward gegen Abra. Schlafen schicken. Here we go. Also Schutz auslaufen lassen, Schutz bitte einmal auslaufen, danke. Hier kann man Abra fangen, hier kann man aber auch noch Ditto und sowas bekommen, also Ratzfatz, na aber Ratzfatz ist in der Situation egal. Ja, weil es ein Originalspiel ist und vor allen Dingen ein Johto-Spiel gibt es hier sehr viele Ratten, Leute. Ratzfatz gibt es so ziemlich auf jeder Route, deswegen, ja. Wir kriegen ein... Noch ein normal Flug-Pokémon? Ich will gerade mal überlegen, ob ich mich darüber freuen soll oder nicht. Weil ich finde eigentlich Schwalbini Schwalboss richtig episch, ja. Aber.
Wenn ich dann denke, dass ich hier ein Abra bekommen könnte, was in diesem Spiel OP ist, weil es hier die Elementarschläge gibt, dann bin ich jetzt gerade schon ein bisschen verärgert. Ein ganz kleinen Weg, doch, stimmt, oder doch. Und vor allem, wir haben wieder ein normales Flug-Pokémon, ne? Bitte der Hund in der Pfanne verrückt. Ich versuche mal einen Headbutt. Wir sind 6 Level drüber, aber es ist immer noch nur ein Tweet-Kill. Sieht aus wie eine Ultra Ball. Ultra Ball von Ultra Lord! Du bleibst jetzt drin, oder? Okay. Ja, keine Ahnung. Ich hätte lieben gerne einen Abra gehabt. Das ist in dem Spiel so OP, Leute, mit den Elementarschlägen. Die man auch noch kaufen kann. Richtig gut, weil die Elementarschläge halt auch noch speziell sind. So, Taylor, wir nennen es einfach, es ist weiblich, wir nennen es Taylor. Wie wird die nochmal geschrieben? Taylor Swift. Ich habe keine Ahnung, wird sie so geschrieben? Jetzt klingt zu männlich. So. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich lasse erstmal so Taylor. Ich glaube, das ist so richtig. Taylor ist nämlich zu männlich. Naja. Leute, das soll es für diese Episode gewesen sein. Wir haben heute zwei neue Pokémon gefangen. Über die ich mich absolut gar nicht freuen kann. Aber wenn euch die Episode trotzdem gefallen hat, mit dem Arena-Leiter-Kampf, mit dem Kampf gegen Silber, gebt dem Video doch Daumen hoch, mich freuen zu supporten. Nächste Episode kommen wir höchstwahrscheinlich in Ducat der City an. Und von daher, Leute, haut rein, macht's gut, bleibt schon hoch, und ciao, euer Regi. Ciao. Ach, ins Auge gestochen. Ja.